Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. Moin Manny, was geht ab bei dir? Genau, es gibt ein bisschen Geralt. Geralt hat übrigens wieder einen Bart. Wir haben wieder Behaarung im Gesicht. So, das ist mein Controller? Mit dieser Taste renne ich, okay. Wo bin ich? Pass bloß auf, ich wurde hier hingeschickt. Da komme ich nicht raus. Ich wurde hier hingeschickt, ohne zu wissen, wie ich hier wieder wegkomme. Drum schaue ich mal. Ah! Du bist so voll wie ein Meerschweinchen. Muss Donar umbringen. Warum? Weshalb? Weiß nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass er es verdient hat. Muss ihn umbringen. Das wirst du. Viel Erfolg beim Umbringen. Genau, wir sind hier. Hier war eine Feier, ne? Und wir sind eigentlich auf der Suche. Eigentlich möchte ich gerade zum Eisack. So. Genau. Es gab Samstag kein Stream, also ich habe kurz gebrannt. Ich habe. Gott, hier sind so viele Menschen, die alle reden und mich damit verwirren. Jesus, Maria Christus. Es geht wie bei Reise, genau darüber möchte ich reden. Also Samstag war ich ja auf einem Geburtstag. Das hatte ich nicht extra noch im Discord geschrieben. Werde ich merken, dass ich das mache. Sonntag gab es halt keinen Witcher-Stream aus dem einfachen Grund, dass ich noch auf dem Heimweg war. Ups. Und ja, es ist... die Freundin, die ich besucht habe, ist halt ein bisschen weiter weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen. Oder lebt halt ein bisschen weiter weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne, sodass ich ein paar Stunden brauche. Und die Hinfahrt ging eigentlich ganz gut. Ich habe mich halt in die Regionalbahn gesetzt, bin halt losgefahren und habe dann einfach, ne, bin einfach gefahren. Währenddessen Verspätung aufgebaut. Glücklicherweise noch meine Bahn bekommen, meine Anschlussbahn. Ach, guck mal, der hat hier, das ist Art Skellige, du bist Hinterstfjall, du bist Undvik. Genau, das kann ich alles gebrauchen. Wären die Leute im Stream gewesen, hätten aufgepasst, hätten sie es mitbekommen. Das ist wahr. 55 Ausdauer, nee, ich habe besseren Kram. So, dann danke für deine... Wiedersehen. Für deinen Schmuh. Er ist verschwunden. Der Ripphändler. Wir haben jetzt mal entweder den verdoppelten Händler und dieses Mal haben wir den verschwindenden Händler. Ja. Das sind Wölfe, nicht? Nee, das sind Banditen. So, hopp. Au. Au. So, den getötet. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen den Bienen. So, warte. Ich kann doch Axi. Und was mit dem letzten Dude? Ich habe halt wirklich so ein bisschen Sorge wegen den Bienen. Art. So. Ah! Bienen sind ein Problem. Bienen Igni. Okay, Bienen sind kein Problem. Ah, Bienen sind Problem. Au, au, au. Ah, Bienen. Wo sind da denn noch welche? So, zack. Moin, Chucky. Genau. Na, also, das Schöne ist, also ich, bin Richtung Aachen gefahren mit der Bahn. Oh.
Hey, guck mal, das ist wieder die Taube. Die weiße. Das Zeichen, was wir schon damals gesehen haben in der Höhle von dem Elfen-Dude. Mysteriösen Elfen. Mit dem er Ziere erreichen wollte. Also ist sie vermutlich anscheinend wirklich hier. Also ich bin quasi in Köln umgestiegen, da hat jemand eine Quest für mich. Köln ist verwirrend mit seinen Bahnhöfen. So, wer von euch hat die Quest? Du da. Wirklich, ich bitte bescheiden um Vergebung, aber meine Lage ist allzu misslich. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Aber ich versichere dir... na schön. Du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Mit Zinsen. Nur bring mich bitte nicht zum Jarl. Ich zeige dich nicht an. Naja, sondern ständig werde ich mich selbst um dich kümmern, du Ganove. Weißt du, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Der Jarl wird er mal entscheiden sollen. Ich habe dich nicht besucht. Lebst du in Köln? Also ich war nicht in Köln, ich bin in Köln halt nur umgestiegen. Musste von dort aus nochmal über eine halbe Stunde weiterfahren. Und war dann auch nochmal gefühlt von Köln 100 Kilometer entfernt dann später. Also hab quasi 100 Kilometer entfernt von Köln gepennt. Also war so ziemlich nur ein Zwischenstopp. Dachtest du wirklich, du könntest mich zweimal reinlegen? Ich lass den Jarl entscheiden, was mit dir passiert. Zwing mich doch mit dir zu gehen. Los, versuch's. Oh Mann, das Krieg, nee. Ich liebe etwas Met in der Taverne. Hey, ganz ruhig. Achso, also den darf ich ruhig umbringen. Okay, komm her, Jungchen. Warte, ich reagiere gleich drauf. Aber das Abo bekommst du trotzdem. Vielen Dank, ich weiß gar nicht. Chucky, vielen, vielen lieben Dank für 4 Monate Treue. So, haben wir den getötet. 150 Ohren bekommen. Nett. Ich habe übrigens... hätte ich gerade nicht gesagt, ich kenne dich doch. Ich hätte es nicht herausbekommen. Ich hätte der mich gefragt, kann ich Geld haben? Ich brauche ein bisschen was. Ich hätte einfach gesagt, ja, hier. Zahlst du mir später zurück. Oh, manchmal bin ich froh, dass Geralt doch so ein bisschen das Wheel übernimmt. Ich höre Wölfe. Das sind viele Wölfe, oder? Ja. Nee, aber die Feier war auf jeden Fall echt cool. Hab ein paar neue Leute kennengelernt, die eigentlich alle sehr sympathisch waren. Die haben mich halt auch, die haben mich mindestens 15 Stunden ausgehalten und haben weder mich noch sich selbst dadurch damit umgebracht oder danach umgebracht. Und ja, war eine schöne Stimmung. Der Hinweg war halt nur ein bisschen... Also der Hinweg war halt wirklich problemfreier als der Rückweg. Beim Rückweg bin ich in Köln wieder in Zug eingestiegen und dann von Köln Hauptbahnhof aus und dann stand ich erstmal eine halbe Stunde, beziehungsweise eine Viertelstunde auf der... Es gibt in Köln so eine Brücke, wo ganz viele Leute so Schlösser dran machen, ne, im Sinne von Liebesschlösser. Ne, steht halt entweder zwei Namen drauf oder Initialen oder sowas und die werden dann einfach an die Brücke dran gehängt. Da stand ich dann halt so 15 Minuten und darauf folgend war dann halt erstmal an jeder nächsten Haltestelle wurde dann erstmal gesagt, ja, wir müssen jetzt warten, damit ein Langstreckenzug uns überholt, dementsprechend sitzen wir hier noch ein bisschen, so dass ich dann eine halbe Stunde einfach zu spät kam. Gefühlt hast du ewig nicht mehr dein Abo teilen können, sicher, dass sie noch leben? Ich hoffe es.
Die Hohenzollernbrücke, heißt die so? Weiß ich nicht. Aber genau die, auf der stand ich dann. Ich hatte um mich herum drei russische Leute sitzen, die denen das voll egal war. Und man kennt das vielleicht. Was halten ihr für Pferdchen? Vatertag. Kennt man ja, dass Väter dann manchmal oder halt eine Gruppe von Vätern dann sich einen Bollerwagen holt und dann mit dem Bollerwagen den mit Bier füllt und dann losgeht. Sowas ähnliches hatte ich nur mit Damen, weil Muttertag war. Und ach Gott, da hat jemand einen Bogen. Und dann hatte ich halt für bis Wattenscheid einfach lauter schnatternder eine Gruppe schnatternder Damen da rumchillen, die nicht leise waren. Es war leider nicht leise. Und die haben gesungen und nee. Was ist denn bei euch? Warum sind jetzt hier wieder Fischer? Fischer, wie tief ist das Wasser? Auf der Brücke stand Schattenromantisch mit seiner rechten Hand. Ich glaube, ich stand sogar wirklich schon mal auf der Brücke. Ist aber ein bisschen her. Ich bin relativ selten in Köln. Wenn, dann ist das für mich immer nur einmal, normalerweise ist das für mich immer nur so ein Durchgehort. Ich wohne seit 7 Jahren, ist sie okay. Ich meine, ich lebe auch in NRW seit, oh Gottchen, über 15 Jahren und ich verlaufe mich hier noch immer. Moin Lunkubus, einfach Musik lauter stellen. Das habe ich auch gemacht. Aber dann wollte ich immer mal wieder natürlich hören, oh Gott, da sind die Viecher, no, renn. Dann wollte ich immer mal wieder hören, was der Zugfahrer oder Zugführer einfach sagen wollte. Der halt leise gesprochen hat, sehr leise. So dass ich ihn häufig nicht verstehen konnte. Plus er hatte irgendeinen Knacken drin. Wir standen eigentlich, weil irgendwie oh Gottchen, wie heißt das? Das, was dafür sorgt, dass der Zug vorwärts fährt. Der Motor, genau, der hatte wohl irgendwie einen Schaden. Da musste man den halt wohl ein paar Mal draufklopfen. Zeig mir deine Waren. Das ist dann ein Problem, genau. Gibt's noch mehr? Arztgelege, sonstiges. Ich hab doch die Verröhr schon. Oder ist das... Oder hätte ich die lesen müssen? Das ist nämlich gerade jetzt... Ich schau mal ganz kurz. Das wäre hier gewesen, nicht? Ach, ich hab sie noch nicht gelesen. Ich bin doof. Selber schuld, nicht? Bis dann. Wiedersehen. Dann machen wir das einmal. Ich weiß nicht mal, in welche Himmelsrichtung seiner Stadt er lebt. Doch, das weiß ich. Das weiß ich. Sich im Kölner Hauptbahnhof zu verlaufen, ist auch echt schwer. Sagt dir der Bahnhof Deutzer Freiheit etwas? So, jetzt einmal ganz kurz das einfach so durchscrollen. Das ist ein Bahnhof, der hat, da fährt die Tram und sowas. Und der hat unterschiedliche Gleise, ne? 4 Gleise oder sowas oder mehr. Na, und du kannst mit der U-Bahn von Messe Deutz aus. Versteckter Schatz. Du kannst mit der U-Bahn von Messe Deutz aus problemfrei dorthin fahren. Das ist eine Station oder sowas Richtung Sülz, glaube ich, ist die Bahn. Ne, die U-Bahn, die man fahren muss. So, und dann stehst du halt irgendwie an Gleis 2. Und dann schaust du und siehst du, okay, dein Zug fährt von Gleis 4. So. Und du stehst halt quasi mit dem Bahnhof mitten in der Straße, siehst Gleis 1, das ist das gegenüberliegende Gleis, und siehst Gleis 2, da wo du gerade dran stehst. So, dann musst du halt runterlaufen von Gleis, von dem Gleis, ne, so ziemlich Untergrund gehen, und von dort aus hast du dann Zugang zu Gleis 3 und 4. Und das sind dann auch nochmal gute 5 Minuten, die du läufst.
So, ich habe ein bisschen Pulver. Notizen eines Händlers, kleiner Thronschlüssel. Globsefreer, unsere große Mutter. Sie sagte, die Straßen wäre voller Gefahren, dass dort Seeteufel auf die Reisen warten, dass hinter ihrem Baum ein Bandit lauerte. Aber ich opferte Freya zu Ehren ein Lamm und legte ein Amulett aus Falkenfedern an. Und jetzt halte ich fest, überquerte die Insel, ohne ein einziges Mal mein Schwert ziehen zu müssen. Und obendrein habe ich unterwegs ein paar gute Geschäfte gemacht. Meine Truhe so voll Silber und andere Wertsachen, dass mein Rücken ächzte, als ich sie auf den Wagen hiefte. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich morgen gegen Sonnenuntergang zu Hause sein. Ich danke der Göttin, dass sie gut auf mich Acht gibt. So, dann suchen wir mal nach der Truhe. Ja. Hat er die versenkt? Ja, ich sehe sie. Ist das da hinten, was ich höre? Ich glaube, das ist das Einzige. Das scheint ein Bär zu sein. Irgendwas Bärenähnliches. So, X-Taste. Schnell schwimmen. Hatte gerade leckere Raps. Oh, nice. Ich habe irgendein Relikt bekommen dafür. Triff Yennefer im Ort des magischen Kataklysmus. Ach so. Jetzt verstehe ich. Endlich. Yennefer ist... an der Stelle, wo auch Dingens ist. Moissack. Anscheinend, glaube ich, behaupte ich. Ich probiere es trotzdem mal, dort einfach hinzugehen. Ne, warum nicht? Habe ich jetzt eigentlich so... habe ich hier oben an der Hütte irgendwas? Ich habe da den Hafen von Uriala jetzt. Glücklicherweise, ich habe hier einen Svorlak, ein... oh, und dann an der Speerfischküste. Gut, das heißt, ich kann jetzt an jeden größeren gehen. Und ich habe in Arenbjorn... das Anschlagbrett nicht mitgenommen. Hier gibt es jetzt Sauerkrautauflauf. Ui, das ist okay. Gut Hunger. Mag hier mehr so Brötchen, habe ich gelernt. Ja! So ein ganz schönes altes Brötchen. Wobei jetzt nicht vielleicht unbedingt alt, aber halt ein gutes altes Brötchen. Wobei doch auch alte Brötchen. So die... Gottchen, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, eher für Menschen, die so ein bisschen in ländlicher Gegend wohnen. Die Art von Brötchen, die man für die Pferde rausstellt, um sie noch weiter zu trocknen, dass man den Pferden die quasi geben kann. Die sind auch ganz cool. Was zum Feudel war das jetzt für ein Viech? Kannst auf jeden Fall gut von... ups, von Sauerkraut. Oh! Ah! Viecher! Ich hasse die Teile. Okay, Plötze, komm ran hier. Toast mit Buddha. Nee, keine Margarine, keine Butter. Alte Brötchen, die man in den Hack für Frikadellen packt. Kann man auch dafür nutzen, ja. Ah, du meinst Steine. Nein, ich meine keine Steine, keine Sorge. Auf Panik zu schieben, Pferd. Mich juckt's an der Nase. So. Oh Gott, das Ding hat Level 31. Jetzt schieb ich Panik. Das habe ich genau gesehen, du. Ah, Druidenlager. So, einmal absteigen. Was ist hier oben? Ist es ein Ort der Macht? Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hey, mit Uerden. Ach so, ich muss halten. Endlich! Das hat halt wirklich lange gedauert. Was war das für ein Viech? Das war ein... irgendwas Endriagen-mäßiges. Und die Dinger mag ich nicht. Die Berge in der Distanz sehen schon etwas, sofern ich das einschätzen kann. Oh ja, das Spiel ist so schön. So, Charakter. Wir haben Punkte. Wirbel wollte ich machen, ne? Konter nutze ich halt nicht so gut. Kritische Treffer mit Armbrust. Ein Antreffer wird sofort einen Adrenalinpunkt hinzugefügt. Ne, wir machen mal Wirbeln. Achso, X. So. Man musst du die entsprechende Fertigkeit erhalte X gedrückt, um einen schnellen Spezialangriff auszuführen oder Y, um einen starken Spezialangriff auszuführen. Okay.
Merken wir uns das mal? X gedrückt halten. Kann ich den denn noch verbessern? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Einmal-Ding? Da, nee, 1 von 5. Spinne? Nee, Käfer, glaube ich eher. Nachvollziehbar. Wobei, wenn die auf Skorpion basieren, dann doch vielleicht eine Spinne. Probieren wir das mal aus. Ah! Star Wars! Ich habe mir jetzt eher gehofft, dass ich mich so wie Beyblade drehe. Auf jeden Fall ein Igitt. Das ist wahr. Auf jeden Fall ein Igitt. So. Mir egal, wer verrückt ist oder nicht. Aber ich habe einen triftigen Grund. Zufrieden mit dir? Siri ist mir auch wichtig, das weißt du sehr gut, verdammt nochmal. Aber die Maske des Ouroboros ist kein Spielzeug. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passieren kann, wenn du die Maske benutzt? Welche Konsequenzen es haben könnte? Nein, du aber auch nicht. Also keine Panik. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Jennifer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Droide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Übertreibst du nicht etwas? Übertreib jetzt nicht. Das ist nur... Nein, Geralt. Das ist kein nur. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Das heißt, wenn wir uns einfach aufs Festland begeben oder sowas, das ist so gut, ne? Wurde sie schon einmal benutzt? Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Das ist so ein klassisches Versetz dich in Jens Lage. Sie hat es für Ciri getan. Thema wechseln, wir haben Krochs Erlaubnis. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Jennifer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Jennifer hat die Maske benutzt! Schnell, mir nach. Wir müssen die Maske neutralisieren, ihre Macht zum Schweigen bringen. Oh, das ist nicht unbedingt die See, die wütend ist, sondern das ist jetzt einfach nur... Ist nicht mal Shitwetter, verdammt ist. Das ist ein bisschen Niesel. Konntest du noch schön grillenbrei. Problemfrei. Verstehe deine Besorgnis und dein Problemchen nicht, Mäusack. Beweg dich? Hallo, Mäusack? Oh, da ist ein Druide gespawnt. Zufrieden mit dir, Mörder? Warum nennen die mich alle Mörder? Was
Was macht der Händler da? Was tut ihr? Eine Glavechen wird die Adem. Gesundheit. Eine Glavechen wird die Adem. Eine Glavechen wird die Adem. Eine Glavechen wird die Adem. Oh, ein Schild. Ich habe das Achievement umweltunfreundlich bekommen. Okay. Entschuldigung. Es gibt jetzt aufs Maul jetzt. Anscheinend, ne? Wir haben gestern mit Dark Souls angefangen, fast eine Stunde fürs Tutorial gebraucht. Oh, du Armer. Oh, was ist denn jetzt hier?